Herzlich willkommen zu Robokino und ich habe mir einen weiteren Film reingezogen. Zuallererst möchte ich mich mal bedanken. Das letzte Video um den Film Der Schacht hat haufenweise Kommentare bekommen. Und wir haben uns darüber ausgetauscht und es gab so viel Sachen, auf die ihr geachtet habt, wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe. Ich muss den auch nochmal ein, zwei Mal mir anschauen. Aber das hat halt so einen Ansporn gegeben, eben auf diese Dinge halt einfach verstärkt zu achten. Also nochmal super vielen Dank und so stelle ich mir das vor. Deswegen mache ich dieses Format halt auch, dass wir uns darüber austauschen können. Super, super cool. Vielen, vielen Dank. Und so kann es auch weitergehen. Deswegen, das Video hat jetzt, ich meine, es ist ein recht kleiner Kanal und ich würde gern, dass das wächst und dass wir einfach uns da mehr austauschen können. Und deshalb, ja, sind weitaus mehr Klicks, als wir hier Abonnenten haben. Deshalb überlegt euch doch mal, abonniert das ganze Ding, abonniert oder aktiviert auch die Glocke, denn dann werdet ihr informiert, wenn es eine neue Review oder auch was anderes hier auf dem Kanal gibt. Das wäre super toll und dann sehen wir uns auf jeden Fall in den Kommentaren. Jetzt geht es mal zu dem Streifen, den ich mir angeschaut habe. Das ist Koma. Und Koma ist ein russischer Science-Fiction-Film und da hat mir der Trailer vor einigen Wochen hat mir schon ganz gut gefallen und dann dachte ich mir, ja gut, den ziehe ich mir jetzt rein. Problem ist aber, den gibt es nicht frei zum Streamen. Also ich habe ihn mir gekauft. Gibt's auf DVD, Blu-ray. Ich werde den Link unten in die Beschreibung packen. Ist natürlich ein Affiliate-Link. Damit könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr den physisch haben wollt. Ansonsten, wenn ihr sagt, ist mir vollkommen wurscht, ich möchte den Film sehen, egal auf welchem Medium, könnt ihr euch bei Amazon Prime bestimmt auch bei Google Play oder iTunes kaufen. Kostet, ich glaube, um die 13 Euro rum. Egal. Ein Science-Fiction-Film aus Russland sah super aus. Story. Ein junger Architekt, Viktor, recht erfolglos, wird in einen Unfall verwickelt. Darüber bekommt man anfangs, die genauen Umstände bekommt man halt einfach nicht mit. Das wird sich im Verlauf des Filmes lichten, das werde ich aber natürlich nicht spoilern hier. Er erwacht auf einmal in einer sehr surrealen Welt. Also mit surreal meine ich wirklich surreal. Da ist vollkommen Schwerkraft, alles vollkommen egal. Ja, da ist auf einmal hier eine Plattform und da ist ein Gebäude und sonst irgendwas. Und dann ist rechts einfach um 90 Grad gedreht eine andere Plattform mit irgendeiner Wiese oder einer Windmühle oder sonst irgendwas. Ja? Und im Hintergrund sieht man dann immer solche Stränge, die miteinander verwoben sind. So ähnlich wie, oder was heißt so ähnlich? Es ist eigentlich so wie solche Gehirn-Gedankenstränge und so ein Kram. Sieht schon ziemlich lässig aus, muss ich sagen. Und das war eigentlich das, was mich so auch an dem Trailer so gecatcht hat. Es hat halt diesen Inception-Flair. Und man merkt auch recht schnell, wo die Inspiration für den Look und dieses gesamte Konstrukt halt herkommt. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall, der wacht halt auf und es ist halt alles total schräg. Er ist natürlich überfordert, er kann sich an wenig erinnern. Und dann gabeln ihn so ein paar Leute auf, die bewaffnet sind und es ist halt auch sehr dystopisch, ja. Auf einmal taucht eine Gestalt auf, so ein wabernder geistmäßiges Ding, total schräg und da gibt's dann halt gleich schon mal Action. Da merkt man, das sind die Dinge, auf die man aufpassen muss. Er bekommt dann mit, dass er im Koma liegt und dass diese Welt aus den Gedanken aller Koma-Patienten entsteht. Also nicht jeder hat seine eigene Welt, sondern die ganzen Gedanken der Koma-Patienten kommen da zusammen. Ja, und muss man halt mal so hinnehmen. Also, ja, ist jetzt nicht mega, mega geil, aber jetzt mal ganz im Ernst, es sind so viele Christopher Nolan-Filme zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung hätte, was Christopher Nolan für einen Style machen würde, ich würde auf der Rückseite lesen, ja, da ist halt ein Typ, der in die anderen Träume reinreißt, würde ich auch denken, oh Gott, was ist denn das für ein Käse? Ja? Also, vielleicht auch bei manchen Sachen einfach mal eine Chance geben, auch wenn es ein bisschen nach Käse klingt.
auf jeden Fall, die haben halt auch so ein Lager, das sind wirklich so Menschen, die sich da zusammengerottet haben. Es ist halt wirklich so Endzeit-Dystopie-mäßig, aber halt in diesem wirklich fantastischen Setting. Die haben auch einen Anführer und jetzt kommt auch ein Punkt, wo Referenzen deutlich dargestellt werden zu einem anderen Film oder zu einer anderen Serie, nämlich die Matrix. Ja, da sich die Leute irgendwie kaum an ihr früheres Leben erinnern können, geben die sich auch so Namen. Da gibt es dann den Tank, Cable, Phantom. Ja, also so ähnlich, wie man das bei Matrix auch hat. Die haben auch verschiedene Fähigkeiten. Also es gibt Leute, die eigentlich gar nicht so viel machen können. Und dann gibt es halt Leute, die so spezielle Fähigkeiten, also Superkräfte, sage ich jetzt halt einfach mal, haben. Und die werden dann öfter mal auf Missionen geschickt von dem, ich nenne ihn jetzt mal den Oberguru, ja. Victor, der scheint auch eine immer wichtigere Rolle zu bekommen. Man spürt auch deutlich Parallelen zu Neo. Gut, man wird auch natürlich, man kriegt alles noch erklärt. Man wird alles erfahren. Und jetzt kommen wir eben zur Kritik. Zum einen, der Film sieht nicht so gut aus wie der Trailer. Also der Trailer fand ich schon, der war ein bisschen mehr gepolished. Im Film waren mir zum Beispiel diese schwarzen, geisterhaften Wesen, wie nennen sie, glaube ich, Reaper oder sowas. Die sahen mir im Film dann nicht so geil aus. Vielleicht hätten sie auch nicht so lange mit der Kamera immer draufbleiben sollen. Das ist halt auch so ein Punkt. Es fallen einem dann doch Schwächen auf, weil ich meine, wir sind alle verwöhnt durch solche durchgestylten, glatt gebügelten Dinger wie Avengers, wie Matrix und Inception und so weiter. Und dann fallen uns natürlich mehrere Sachen auf in so einem Film, die, ja, da sieht's nicht so geil aus. Aber jetzt kommt es. Der Film hat 4 Millionen Dollar gekostet. Und dann sehe ich diesen Film dann auch auf einmal in einer ganz anderen Relation. Denn der sieht eigentlich wirklich gut aus. Und wenn ich dann noch höre, 4 Millionen Dollar. Also ich hätte jetzt auf 25, 30 Millionen mindestens gesetzt. 4 Millionen, Alter. Und dann sieht das Ding so aus. Was kannst du da? Was können die? Das ist ja abartig. Nee, also da lasse ich nichts drüber kommen. Es werden Dinge, wenn ihr euch den Film anschaut, werdet ihr sagen, okay, das sah nicht gut aus, das. Okay, gut. Aber dann behaltet das mal im Hinterkopf. 4 Millionen Dollar. Dann zeigt mir mal einen Film, der 4 Millionen Dollar gekostet hat, der ähnlich geil aussieht. Trotzdem hätte ich persönlich gesagt, wenn ich nur 4 Millionen Dollar übrig hätte, auch wenn ich die Skills und die Leute an der Hand habe, hätte ich auch manchmal doch ein bisschen mehr auf die Bremse gedrückt. Denn zu schnell wirkt das einfach ein bisschen befremdlich oder wird aus dieser Welt rausgerissen. An sich ein Film, den man sich anschauen kann, wenn man eben hier auf Inception und die Matrix steht. Wenn ich allerdings jetzt komplett Kunstwerk nicht hundertprozentig mit denen vergleichen würde. Aber es gibt da doch wenig Alternativen in diesen Geschichten. Ich musste tatsächlich, war es die erste halbe Stunde oder vielleicht auch länger, muss ich wirklich sagen, okay, schaue ich ihn mir weiter an. Ich habe schließlich dafür bezahlt, viel Geld, also gucke ich ihn mir weiter an. Der fängt einen wirklich ein und dann guckt man ihn fertig und guckt ihn auch gern fertig. Das war's dann. An sich, es ist auch kein überraschendes Ende oder sonst was. Man guckt den halt einfach so runter. Ja, Kritik. Fertig. Ich habe euch gesagt, welche Filme euch gefallen könnten, wenn ihr den gut findet oder umgekehrt. Meiner Meinung nach lohnt sich der Kauf. Ich weiß es nicht. Wenn ihr da wirklich jetzt Schmacht habt auf so eine neue visuelle Top-Story, dann ja. Ansonsten kann man auch warten, bis der irgendwo mal zum Stream kostenlos angeboten wird. Dann würde es mich natürlich freuen, falls ihr den Film kennt, wenn ihr ihn schon gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst uns das so ähnlich machen wie zum Beispiel bei der Schacht. Und dann sage ich mal Tschüss und bis später in den Kommentaren. Wäre super. Lasst ein Like da, ein Abo, wäre auch toll. Bis dann.